eben heute mit Teller von Sinnen und Bernhard Kohl. Ich freue mich, dass Sie da sind. Hier ist Genial daneben. Ich begrüße Sie recht herzlich zu Hause und Premiere heute, Sie sehen es ja. Wie kam es, meine Damen und Herren, dass am 9. Februar 1964 in New York für 10 Minuten kein einziges offizielles Verbrechen registriert wurde? Ein sportliches Ereignis? Alle Welches? Vor dem Fernseher? Federball? kann man sich leicht merken? Alles Afrika. Ja. Es gibt eine, also unten durch, das liegt bei Südafrika, da drin ist ja Lesotho und Swasiland. Ne, eine Lesbe und ein Schwarzer zeugen Moses. Lesotho, Swasiland, Mosambik. Wie redet der da? So merkt der Hohecker sich Hauptstädte. Ach, hier kommt ja schon mein Alkohol. Das ist ein Antrag für eine Kur. Ein Antrag, den man stellen muss bei der Krankenkasse für eine Kur, damit man so lustige Ayurveda-Dinge machen kann, damit der Körper sich selbst reinigt. Vielleicht ist es aber auch... Was? Richtige Antwort, aber nicht für diese Frage. Ja. Das ist ein Fachbegriff aus der Fliegereiabteilung Propeller. Flugzeuge. Ach, natürlich! Ja, natürlich, jetzt wo ich mein sage, Gott, ja. Bei Propellerflugzeugen kann die Winkelstellung der Propeller verändert werden. Normalerweise. Der Anstellwinkel des Propellers. Zu spät. Normalerweise wird eine möglichst flache Winkelstellung gewählt. Folge: der Luftwiderstand verringert sich, was wiederum den Spritverbrauch senkt. Ach, ich hasse mich! Ja. Und da gibt's ein. Oh. Oh. Nation, habt ihr? Haben Sie das gehabt? Nation, habt ihr das Gesicht gesehen? Ein Versuch noch? Nein, nicht. Ein Versuch noch, komm, ein Versuch. Mach einfach die richtige Lösung, so wie ihr. Ja. In der Pan. Oder können wir nicht über was wie ein Spinnrad. Spinnrad oder so ein Spindel aussehendes Ding, wo was vielleicht in Hochlagen. Masten. Hinten hoch. Vorne hoch und hinten Masten. Was ist dazwischen? Was? Hochleitungsspannung. Nein, vorne Masten. Ganz genau. Danke. Vorne hoch und hinten Masten, was das stimmt. Spannung. Was haben wir da dazwischen? Spaß, wenn es gut läuft. Ja. Wenn ich sage, werdet ihr sagen, oh. Auch das weiß ich noch nicht, Herr Baller. Sie haben ja schon so oft gesagt, das ist naheliegend. Gut, dann sage ich es euch jetzt. Es ist ein Begriff aus der Tierzucht. Der Mast. Mir sagt man ja zum Beispiel, ich hätte schwere Knochen. Nein, das sagt man du nicht mir. Du hast einen schweren Schaden. Danke. Relativ häufig widerfährt das zum Beispiel dem besten Stück des Mannes. Ich erkläre hinterher, was das ist, Herr Wolke. Wenn es zum Beispiel bei dem besten Stück des Mannes nach einem frischen Piercing zu einer Erektion kommt, das kann passieren, dann passt dieses ringförmig... Das erkläre ich Ihnen dann gleich. Hauptstadt von Mosambik ist übrigens Maputo. Kann man sich so merken, dass Moses fährt auf einem kleinen Karussell ganz weit außen wie der Planet Pluto und kriegt von seiner Mama einen kleinen Chip, damit er das bezahlen kann. Maputo. Tschüss. Wie wär's denn mit einer Heizung? Ne? So eine, die leckt auch. Ja, das ist eine ganz bestimmte Heizung. Was denn für eine? Das ist die Heizung, die baut der Installateur ein, damit er einen Grund hat, wiederzukommen. Da kann er nämlich nochmal 75 Euro die angebrochene Minute kassieren. Der geht dann zu seinem Chef und sagt, ich habe der Familie Hohecker das Leckmodell. Haben Sie doch ein Leckmodell eingebaut, Jude. Sind die blöd? Sind die blöd? Und er hat er nicht gemerkt, obwohl er aus der gleichen Höhe war. Das war... Weil die Stacheln an einen Igel erinnern, nennt der Goldschmied dieses Werkzeug Schwabbel-Igel. Das haben Sie doch selber nicht verstanden, Herr Ball. Ein Schlüpfer-Typ. Ja, da sind wir doch wieder bei den wissen, Insekten. Der das hast du doch schon mal gesagt. Es gibt doch Insekten, die schlüpfen und es gibt welche, die das anders machen. Das weißt du doch, sag du es schnell. Ich antworte Ihnen auf meine Weise, das war an sich gequirlte Scheiße. Ist das altersbedingt oder war das jetzt...
Ich habe Sie verstanden. Nee, Carport. Ach, ich habe Carport verstanden. Ich weiß immer noch nicht, was du sagst. Ein Carport. Carport. Was ist ja, wo das? Man das Auto reinstellt. Carport ist eine Garage ohne Wände. Genau. Wer will das denn? So, also wir machen das Ding mal auf 1,40, das wäre dann so. Und dann würde ich sagen, das ist, also hol ich bei 1,10, da steht zum Beispiel 4 Jahre. Szenen aus Büchern werden auf das eigene Leben übertragen. Eltern sollten die Gefühle, Wünsche und Interessen des Kindes beobachten. Gefühle und Wünsche des Kindes solltest du mal beobachten. Kinderangebote und Programme der Stadtbibliothek unterstützen die Lesefrühförderung. Das steht hier alles drauf, das ist eine Leseletter, sehen die, wie groß sie sind und können auch gleichzeitig sehen, was die Kinder jetzt... Aber wird da der Mensch nicht auf seine Zentimeter reduziert? Ja, wird er. Warte mal, wie heißt das? Luxation. Ich will auch so eine Mütze. Das Bastian, ja. Ich habe gehört, du kannst den Kofferraumdeckel eines Ford Escorts tierisch nachahmen, stimmt das? Ja, wenn man ihn öffnet. Früher gab es mal so ein, also in den 80ern dieses Auto, machst du den Puff und dann... Das Geräusch kennen viele. Kann man den auch wieder zumachen? Ja, kann man auch. Der Schlafbursche war der Junge, der das Bett vorgewärmt hat. Super. Ja, gut. Der hat sich da reingelegt, dann war das Bett warm, dann ist er raus und ist der König da rein. Und wenn der König böse war, musste der Junge bleiben. Keine schlechte Idee, aber es handelt sich nicht um Priester. Mönche. Auch nicht um Mönche. Wann könnte das denn gewesen sein, zum Beispiel? Mittwoch. Wann? Nicht Mittwoch. Da man 20 Tonnen Kakerlaken nicht auftreiben konnte, dieses typische Geräusch, Kakerlaken fallen in Massen von der Decke, hast du doch auch zu Hause. Ich bin in einem Toy-Shop, Sex-Toys. Oh, jetzt wird's lustig. Ja, ja, ich denke, das ist ein sprechender... Waren Sie schon mal in einem Sex-Toy-Shop? Natürlich, Herr Balder. Was haben Sie alles Ich muss auf meine alten Tage mir es auch nett machen. Und ich weiß auch... Sich weder rauf noch runter, ist auch kein Sport. Sie wollten einfach nur mal wieder ein bisschen zeigen, wer hier der Herr im Hause ist. Ja. Danke, Herr Boning. Wissen Sie, wie arm das ist? Ja. Diese jämmerlichen Versuche, hier den großen Max zu markieren. Das sind schlaffe Schwingel, weil die sind geschwungen wie Schwingel, aber schlaff, weil sie nach unten gehen. Damit die Kolibris, ja, ist auch ein E drin, wie im Schwingel, da dran kommt. Soll ich nochmal das Geräusch von dem Auto nachmachen? Nein. Sind wir vielleicht doch wieder in der Bundeswehr? Herr Knob, Sie waren ja mal da. Ja. Und ich glaube, die machen lustige Dinge auch im Popo. Aber machen die vielleicht auch... Also bei mir nicht. Bei mir nicht. Bei der Muslim. Moment, Moment. Wisst ihr gar nichts heute? Irgendwo habe ich ihn. Muss gucken, wo er ist. Wir haben zwei hintereinander nicht gepackt. Du musst den Reißverschluss erst aufmachen. Also bei ich... Dass ich vor 2 Jahren etwas nicht kaufen musste, weil Sie es mir zum Geburtstag geschenkt haben. Stimmt. Ich werde nicht sagen, was es war. Funktioniert's noch? Ja, schön. Danke. Der erste funktionierte nämlich nicht, den musste er wieder umtauschen. Genau. Und ganz besonders peinlich ist vorm Spiegel onanieren und sich danach selber Blumen schicken. Sinn, machen Sie mal weiter. So, danke, Herr Balder. Lieber junger Mann. Beim Kugelstoßen. Ja. Erstmal, die Kugel ist ja aus massivem Metall, zumindest im olympischen Betrieb. 7,25 Kilo bei den Herren. Wenn man jetzt bei den Damen, wie viel da? 4 Kilo. Okay. Genau wie bei der Schülerkugel, bei Schüler A. Bei den Herren auch. Das war jetzt. Ich glaube, das Fallschirme fliegen lassen. Welche diese kleine? Ja! Ja, wo so ganz kleine Männchen dranhängen. So, das war das nicht dein erster Job sogar? Ja, hallo! Also bei einem Spender gibt es ja manchmal, vielleicht ist es ein Automat, bei dem der einen Spender hat, wo etwas rauskommt. Seife! Es gibt unglaublich viele Möglichkeiten, den Seifenspender zu benutzen. Es gibt den Wick, Wick, Wick und es gibt den Gag, Gag, Gag und es gibt den Das ist der Euterspender. Das wollen Sie von einer Frau wissen, die sich auch fragt, warum eine Thermoskanne etwas warm und kalt halten kann? Ich weiß auch nicht, der geht aufs Klo, man sagt nur über den, der Ingo Appelt, sagt man das.
Und? Hallo Hugo. Ja, ich sehe, es ist jetzt... Oh, scheiße. Sie, ah, nee, das Heft meinen Sie. es ist eine Fliege und sie sieht wirklich dreidimensional aus. Macht mich völlig fertig. Ja. Oh, wie süß, die Katzen auch. Diese... Du machst auf dicke Hose vor deinen Nachbarn und wirst dann irgendwann abhängig wie Kaffee, Latte Macchiato ist eine Schmucktrube. Jeder Vollidiot trinkt Latte Macchiato, Vanille Macchiato, Strawberry Macchiato, Macchiato, Macchiato. Jeder mal Kaffee, kriegst nirgendwo mal Kaffee, ist zu Shibu, kriegst du Unterhosen. Es gibt keinen Kaffee mehr. Zwischen 14. und 15. Genau, Platz. Da ist so ein gedachter Strich. Und der Strichkampf ist der Kampf, der um die Abstiegsplätze in die Regionalligen oder in die zweiten Ligen geht. Was sagen wir dazu? Falsch. Richtig, gute, richtige Antwort. Ja, stimmt, absolut. Was? Stimmt? Richtige Antwort, ja! Aber weil Sie sagten, was sagen wir dazu? Falsch? Und dann sagten Sie richtig? Ja. Das war mir jetzt irritiert. Ich hätte jetzt sagen sollen, falsch, falsch, richtig. Naja, ist auch egal. Nach jedem Abschnitt des Herstellungsprozesses gibt es ein eigenes Tor, durch das das Auto nur dann geschoben, gefahren, getragen, gehebelt, geschubst, getreten, geschossen wird. Nur damit sie nachher nicht sagen, mir hat ein Wort gefehlt. In dieser üblichen Stimme. Ich würde mich von Wald und Pflanzen generell und auch Friseuren... Echt? Kennen. Einfach mal verabschieden. Ein Beschneidung. Okay, sind wir denn noch in der Holzindustrie? War das mit den Brettern ganz okay? Da würde ich mich auch von verabschieden. Tiere. Da würde ich mich auch von verabschieden. Ja, dann weiß ich. Internationaler Terrorismus. Leuchten. Mario Meder möchte wissen, Haus-zu-Haus-Verkehr. Was ist das? Ein Begriff. Schau mich bitte nicht an. Ein Begriff von den Taubenzüchtern? Oder Schneckesex? Dann bleibt diese Kniebeule, bleibt dann stehen, die Beulsteife. Sagen Sie das nicht mit erlösen Textil uns, in der... Erlösen Sie uns, das ist ja furchtbar. Das ist furchtbar, ja, ich weiß, ja. Es geht um 500 Euro. Doris möchte wissen, was ist ein Konfektionslöffel? Also meine Mutter hat oft zu mir so gesagt, aber das war nicht lustig, ne? Ich kenne das... Du, also zu mir haben sie immer Rotzlöffel gesagt, aber... Ja, aber meine Mutter war gebildet. Ja, die war fein. Es ist ein häufiger Fall, dass Hochhäuser, die in der Nähe von Kirmesbuden wohnen, ja, also die da sind, also dann ist passiert, dass Leute Ballons kaufen, mit Helium gefüllt und die fliegen dann weg. Ist das Helium richtig oder ist das Gas, was drin ist? Du Helium ist ein Gas. Genau. Das, na gut, das kann man ja auch mal klären an dieser Stelle. Das, kein Grund, mich anzuschreien. So. Trompeter machen doch immer so eine Übung. Lippenprobe, ja. Wie machen die? Die machen mal... Die lockern nee, die Lippen. Das ist ja die Muskulatur. Lippen locker sind. Ja. Das könnte man auch als Lippenprobe so schlaf ich. Ich fahr so Auto. Ich bin bei der... Habt ihr euch früher auch die Marmeladenbrote mit zwei Sorten gestreift geschmiert? Nein. Habt ihr das nie gemacht? Das geht auch mit Nutella und Honig. Dann hast du so ein braun-gelb, braun-gelb, braun-gelb. Und das deshalb bin ich 1,70 geworden, Herr Holger. Ich denke mal, wir sind in der Kaninchenzucht. Das jetzt ein bisschen naheliegend, finde ich. Ja, stimmt. Es wird einfach unglaublich. Da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Eben, es wird unglaublich potente Rammler geben, die bewusst... Die gibt es, Frau von Sinn, die gibt es. Allerdings, allerdings. Die bewusst in Einzelhaft gehalten werden. Na, die kenne ich weniger. Damit die sich nicht verausgaben mit ihren Partnerinnen. Herr Hoeker weiß, wovon Sie sprechen. Herr Walder. Sag mal, wird jetzt nach jedem Satz von mir so eine dufte Pointe abgezündet oder was? Ist hier los? Das mit der Notlandung stimmt nicht ganz. Wenn Sie mir jetzt noch sagen, was der Grund war, kann ich es gelten lassen. Oh nein, es stimmt schon wieder, was dieser Idiot sagt. Für Besteckschubladen, wenn man sie herstellt, braucht man eine bestimmte Vorform, nach der sich die anderen Löffelhersteller richten. Würde es dann auch die Konfektionsgabel und das Konfektionsmesser geben? Es würde sie geben, wenn das, was ich sagen gesagt habe, richtig gewesen wäre. Richtig. Aber es gibt nicht den Begriff Konfektionsgabel. Warum nicht? Weil das, was ich gesagt habe, falsch gewesen ist. Richtig. Gut. Ja, meine Mutter war auch gebildet. Ja. Im Ersten Weltkrieg, also irgendwie so in den 80ern. Ja.
Ja. 14, 18, glaube ich, sowas. 19, 14, 18. Wie groß waren die Ballons denn? Das weiß ich nicht, aber sie müssen da so ungefähr 25 gewesen sein. Aber schon lange her, ne, dieses... Was? Das ist lange her. Ach, das gibt's bei Euros nicht mehr heutzutage? Nein, nein, das gibt's alles nicht mehr. Verboten. Es gibt auch keine Männer mehr. Das war das vor dem Krieg. Herrlich. Ja, aber wir wissen ja, bei den Frauen ist der G-Punkt benannt nach Herrn Gräfenberg. Und der Welke-Punkt wird in der Tat Moment, auch Moment, ein... Moment, Moment, was? Es gibt keinen G-Punkt. Ach, das sagt mir dieser kleine Mann! Ich habe noch eine Theorie, es könnte ein Insekt oder ein Fisch sein, der eben die Eier ganz... Würde ich mich für eins entscheiden? Ja, dann sage ich jetzt ein Insekt. Nee. Nein, ein Fisch. Auch nicht. Ach. Also... Oh Gott, das war so ein schreckliches Turngerät, wenn man über den Fisch springen muss. Da habe ich mir das Schambein geprellt. Nein, ich sag's euch. Sie sagen noch gar nichts. Na, ein Zustand nach Amputationen, wenn die Zehen amputiert sind und die Finger auch. Und aber man dann völlig egal ist, wo man die Socken anzieht, ne? Nein, aber dieser berühmte Phantomschmerz. Ich glaube nicht. Das auf so eine Idee kann nur einer kommen, der für den Krieg mitverantwortlich war. Hella, wenn uns das Schambein wehtun würde, hätten wir vorher schon lange kein Gefühl mehr. Ich wollte... Sagt also. Jemand, der unterm Bock durchgelaufen ist. Wenn man den Fuß jetzt, sagen wir mal, so hoch stellt, wie ich jetzt meine Hand, ist die Route das hier, was man ablesen kann. Das heißt, ich kann als Mensch, der irgendwie mit Füßen im medizinischen Sinne zu tun hat, also der Arzt, der Füße auseinandernehmen muss, also... Der Fußarzt, so, das war's. Ja, kein, kein Grund, mich anzuschreien. So, der kann also anhand des Fußes... Die Elfen aus Kleeblättern werden die geboren. Wer? Die Elfen. Aus Kleeblättern? Ja. Haben Sie noch nicht gesehen, Herr Balder? Das sieht man nur, wenn man ein reines Herz hat. Markus Itjen wohnt in Cuxhaven und möchte wissen, was ist ein Rohrhügel? Ein Rohrhügel. Rohrhügel. Ein Vogel. Pickel auf dem Pimmel. Ich wiederhole mich ungern. Entschuldigen Sie, Frau Schwarz. Also der Mensch. Ich sage zum dritten Mal, dass der Mensch, und damit bin ich mir ganz sicher, die Füße unten hat. Und wo sind wir jetzt genau? Wir beim Zug. Ja. So. Wo sitzt der? Unter dem. Haben Sie eben schon gesagt. Unter einem der Waggons oder Wagen. Am Rad. Nee. Am Rad. Nee, natürlich. Was ist denn vorne am Zug? Der Triebwagen. Kanter, hallo, würdet ihr jetzt bitte nicht auf meinen Zug aufsteigen? Ja. Kosten zu tun. Mit den Wasserkosten? In der Firma, in dem Firmengebäude. Ja, wer viel isst, muss auch viel kacken. Drittgesellschaft könnte auch ein Square Dance Verein sein. Das war die bescheuertste Sendung, in der wir jemals waren, ganz im Ernst, oder? Wir kriegen Bonbons, er flötet die ganze Zeit irgendeinen Scheiß. Es ist wirklich schade, dass man zu genial daneben auch nicht mehr gehen kann. Das ist furchtbar. Eine andere Plattenfirma. Grünbeier EMI, glaube ich. Und der Papst? Karol Wojtyla weiß jetzt, ist er bei Sony oder? Wahrscheinlich Virgin. Ihr Lieben, ist Jules Verne Amerikaner oder Engländer? Franzose. Egal. Der Tabernakel ist in einer Höhle in der Kirche und man muss da durchkrabbeln, um an die Ostsee zu kommen. So. An die Ostsee? An die Ostsee? Hast du gesagt, man muss da durchkrabbeln, um an die Ostsee zu kommen? An die Ostsee. Ah, Ostsee, ah! Lass uns da einfach mal in Ruhe! Mann, wir haben so viel Spaß miteinander. Kann ich also die mit sich fragen. Ja. Ich weiß überhaupt nicht, wie der aussieht. Und ich weiß auch nur, dass sie in Alabama Whisky trinken. Mein Gott, was soll ich denn sagen? Wir wollen einfach nur hier sitzen. Trittgesellschaft. Weil die Trittnummerne. Und jetzt geht es auch, was jetzt geht. Und jetzt ist eine Gesellschaft. Wir hatten noch mal den Hugo. Genau, den hatten wir mal. Wer ist Hugo? Der Hugo, Human Remains at Cargo.
oder sowas. Das ist, wenn man einen Passagier tot zurücktransportiert. Das Schlimme ist, du merkst dir auch noch, was wir hier haben. Übrigens, I love the word. I had a dreifachen Bandscheibenvorfall im Nackenwirbelsäulebereich. Was? Es war sehr, sehr anstrengend. Es hat gedauert 6 Wochen, until I could aussprechen the word. Dreifachen Bandscheibenvorfall im Nackenwirbelsäulebereich. Es war sehr anstrengend. Was auf Englisch heißt slipped disc. Anyway. Die automatische Anschnallhilfe im Auto reicht einen den Gurt nach vorne. Und dieses Teil, was den Gurt nach vorne trägt, ist die Gurtpfeife. Warum heißt sie denn Gurtpfeife? Weil die pfeifenförmig ist. Wie pfeifenförmig? Ich bin drauf gekommen, als ich dich angeguckt habe. Es ist, da war ich ja mit Square Dance voll vorne, wenn die auf so einer Wiese trainieren. Die waren mit. Ich wollte schon fast gelten lassen. Ja. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn sie nur getanzt hätten und nicht gesungen hätten, hätte ich gelten lassen. Das hilft aber jetzt mal mein Komikzentrum dabei. Nein, ich sag's euch jetzt. Bitte, bitte, danke. Ich sag's euch nicht. Ich sag's euch doch. Ich sag's euch nicht. Automatische Staubsauger. Kennen Sie vielleicht? Das sind diese runden, UFO-artigen Geräte, die man einfach so losschickt und dann saugen die eine Stunde durch. Die heißen Ehefrau. Meine Frau sieht. Es kommt darauf an, ob ich drankomme. Ich würde. Sie waren doch gerade erst dran. Ich möchte aber gerne nochmal. Bitte. Hermes hatte Gehflügel. Er falsch. Hatte klein. Noch jemand eine Idee? Ich weiß es jetzt endlich. Da können wir ja wir gehen. Sind im Sanitärbereich in einer Badewanne. Aber wir wussten es doch wir sind schon. Da oben in dem Ding, wo der Pümpel drin wohnt. Wir sind oben in dem Ding, wo der Pümpel drin wohnt. Wir fangen an, los, jetzt hier. Singen! Nein. Doch. Nein. Doch. Wir gehen nach Baden-Württemberg und zwar nach Illerrieden. Wir gehen nach Baden-Württemberg, Wir gehen nach. Fangen Sie doch mal an, Herr Walder. Verstehe nur jetzt stell doch deine Frage los, dann haben wir endlich Frieden. Also, Tobias Schwenkert wohnt in Illerrieden. Tobias! Ruhe! Und zwar, ganz kurz, ob die Mahlzähne übereinander liegen, weil man kann nur Kaugummi kauen, wenn die Backenzähne übereinander liegen. Yeah. Wenn man das nicht kann, verdammt, dann sind wir ein Reh. Ich glaube, das Windhundverfahren ist also wenn Windhunde Rennen laufen, dann haben die doch so einen Hasen, der auf so einem Draht gespannt wackelt und der macht immer. Und die Windhunde. Wie macht er? Und die Windhunde. Ha! 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 Leute! Leute! Was denn? Weg vom gesprochenen Wort! Hin zur Schifffahrt, die Reederei! Ach, rede mit Doppel-E! 2E! Die Bruttorede ist mit einem E. Mit einem weg E. von der Schifffahrt hin zum gesprochenen Wort. Also mein großer Bruder hat ja ein schweres Trauma davongetragen, weil das Heli nie auf dem Stöpsel sitzen musste. Mein Bruder musste immer auf dem Stöpsel sitzen. Und das Heli durfte auf der anderen Seite, der gemütlichen Seite der Wanne sitzen. Vielleicht wäre es besser gewesen, wenn Sie auf dem Stöpsel sitzen. Aber ein bisschen Champagner können wir noch getrunken. Meinen Sie? Ja, ja. Haben Sie heute schon was drin? Ich meine jetzt Alkohol. Meine nee. Wir müssten mal so eine Sendung machen, wo alle etwas anders sind und nicht so, wie sie immer sind. Also Guido zum Beispiel hält diese Figur dann durch. Ist total okay. Den Arte-Gucker. Das finde ich sehr gut. Wir müssen nur für Holger noch was finden. Das wird schwer. Nicht? Hallo? Ich könnte eine Sendung lang behaupten, Sie wären sympathisch. Es gibt doch auch noch Dachpfannen. Vielleicht ist also der Pfannenboy, vielleicht sind das für den Dachdecker so kleine Hilfen, um ein Dach zu, mit Dachziegeln. Welche Hilfen? Ja, ja, es hat nichts damit zu tun, Herr Baller, deswegen mühe ich mich nicht weiter. Doch, 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 Kunststoff. Das wird gebrannt. So, Kunststoff gießt das aus. Und dann, also gießt das rein. Und dann presst er das da zusammen. Ja. Was passiert? Er löst es hinterher raus. Ja, und vorher?
Wird es gebrannt? Wahrscheinlich geherbt. Was passiert? Er erzeugt Druck. Was passiert denn mit dem Kunststoff? Er wird gepresst. Und was passiert mit dem? Es wird hart. Richtig. Und was passiert dann, wenn der Kunststoff hart ist? Ich habe nicht das Gefühl, dass wir das lösen können. jetzt wird mir alles klar. Meinen Sie? Ein Jugendtrauma. Meinen Sie, da hätte ich in der Jugend schon guten Sex gehabt? Natürlich. Wenn das Wasser abläuft. Nein, aber der Nacken weiß er. Aber deins ist schön. Herr Holger, sind Sie heute klug, oder? Ich habe gerade festgestellt, dass wir, dass er auch mal alle Hauptstädte dieser Erde Das interessiert mich überhaupt nicht. Ja. Aber wir haben schon vor haben der Sie eigentlich schon mal gesehen, dass Herr Holger sehr verletzt ist am Arm? Ja, ich habe eine Brücke. Auch das interessiert keine Sau. Habt das gewusst? Natürlich. Aber Sie, Herr Balder, Sie wussten es mal wieder. Ich wusste alles. Carina Pohlmann, 500 Euro für Sie. So. Dann, was ist eigentlich zuerst da, die Schnecke oder das Haus? Das kommt drauf an, ob sie einen Bausparvertrag hat. Ja, also wenn der Eber nicht so richtig eben kommen kann und der quält sich da auf der Sau. So, was passiert da? Was möchte ich jetzt genau wissen? Ja, zum Beispiel, dass dann der Veterinär seine Rosette mit einem Stab noch zusetzt. Dann vielleicht etwas aus der Putzkunde. Wirklich aus der Putzkunde. Dass du in bestimmten Ritzen... Ich habe 2 Stunden Englisch, dann habe ich eigentlich schon eine Putzkunde. Ja, das vielleicht... so, dass vielleicht... Ja, wir haben nächste Woche eine Arbeit im Besen. Oh. Im Kindergarten damals, das war vor langer, langer Zeit, da... Als du klein warst. Aber ist das nicht so, dass bei den kleinen Jungs am Anfang, dass da alles noch so ein bisschen anders ist, sondern irgendwann rutscht das so ein bisschen nach unten? Bei kleinen Jungs? Ich war sehr nah dran. In kleinen Ritzen, in kleinen Zwischenfliesen. Gibt's auch große Ritzen? Ach Leute, wenn ihr die Sache nicht ernst nehmt, dann wird mir das Chemie. Ich finde Putzkunde total gut. Was? Ja, hatte ich Leistungskurs. So, aber schade, ich wurde schon rattig. Ja, ja, gut. Pass auf. Haben wir aber Glück gehabt. Wenn man mit der Gerte Feuer gibt sozusagen, ja. Oder du kannst mit den Steigbügeln. Mit den Steigbügeln Feuer geben. So ist es. Er wird auch rattig, es ist so eklig. Oh Gott. Ich weiß nicht warum. Alter. Wollen wir vorher schon mal festlegen, wie viel, also Prozent? Wir würden einen Tipp abgeben. Wir haben sonst immer 3 gesagt, dann haben wir 2 geschafft. Wenn wir jetzt 4 sagen, schaffen wir 3. Jetzt lass uns 2 sagen, schaffen wir 3. Also ich bin für 4. Wir schaffen 4. Wir schaffen 4. Ja, alles. Wir schaffen 4. Ja, stimmt, wir sind ja ausgeruht. Wir waren ja alle in Urlaub. Oh, genau. Ja, 4. Aber ich wusste nicht, dass es eine neue Sendung ist. Ich habe mich auf eine Wiederholung vorbereitet. War das nicht das mit der Ersatzflüssigkeit? Nein. Das war ein Binden, Herr Balder. Was war das? Binden. Binden. OBs ohne Binde. Ersatzflüssigkeit. Haben Sie schon mal einen Blutstropfen in der Binde in der Werbung gesehen? Nein. Es war immer blaue Flüssigkeit. OB heißt ohne Binde? Ja, ich dachte, das heißt ohne Binde. Gerd guckt uns jetzt zu. Er blickt rechts auf das Kap der guten Hoffnung, so ganz links auf Heller von Sinn und fragt sich, oh, sind wir international? Wo ist der Unterschied? Oscar, Emmy, Grammy. Was? Oh. Nicht lachen, Sie hat's nicht gehört. Das ging gegen Sie. Ich ging gegen mich? Nein. Nein. Ich habe es nicht. Habt ihr es gehört? Nein. Es ging gegen mich. Nein. Ja, nein. Was hat der als nein, es war eine Beleidigung. Es war eine Beleidigung für das Kap der guten Hoffnung. Das ist doch wieder irgendwie so eine Ofenrohr-Spezialkonstruktionsmaßnahme im 19. Jahrhundert erfunden. Da können wir uns den Rubel um Mundfuß nicht drehen. Wir werden nie dahinter kommen. Das ist irgendwie so etwas, wo keiner hier im Publikum nach der Auflösung sagen wird, ach nee, die Schwarz-Weiß-Trennung natürlich. Sowas ist es hier nämlich in den allerseltensten Fällen. Und trotzdem kommt ihr immer wieder hierher und lassen uns demütigen. Das Loch ist relativ weit oben. Es soll Wind durchziehen, weil irgendjemand lustig ist. Im Dach. Hm? Ja, im Dach ist oben, Herr Balder. Ja, im Dach ist oben.
müssen wir jetzt nicht Haare spalten, nicht? Ja, natürlich. Nee, ernsthaft, das geht mir ziemlich auf den Geist. Sind wir im Sport? Sind wir im Sport? Ja, kann man so sagen. Dann ist es... Okay, Schach. Naja. Da steht aber außen drauf auf Servier. LKW-Art, die aus irgendwelchen Gründen nicht große Strecken, sondern immer nur kleine Strecken fährt oder genau umgekehrt. Und ein Läuferverband sind mehrere davon. Falsch. Oder falsch. Wir sind in einem Bienenstopp. Falsch. Zahnersatz. Mehrere Bitte? Zahnersatz. Läufer. Ich fand das heute eine wunderschöne Sendung, trotz des Moderators. Ja, und und deswegen werden wir auch nächste Woche wieder hier vor Ihnen sitzen. Ja, und ich sage Ihnen für heute auf Wiedersehen und noch einen schönen Sonntag. Tschüss.